Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Frage-Antwort-Runde. So, wie gesagt, heute eine kleine Frage-Antwort-Runde. Und zwar konntet ihr auf den Social-Media-Accounts Fragen stellen. Ich habe dazu aufgerufen, einfach mal Fragen zu stellen, die ihr unbedingt beantwortet haben müsst, wollt, was ihr alles wissen wollt. Und das werden wir heute mal auswerten. Wer noch nicht auf den Social-Media-Accounts von mir ist, der darf das gerne mal tun. Gerne mal vorbeischauen bei Instagram, Facebook oder Twitter, wie auch immer. Und ansonsten würde ich mich über ein Abonnement freuen, einen Daumen nach oben auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Und auch noch natürlich Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Glöckchen anklicken, falls ihr immer auf dem Laufenden sein wollt. Und ach ja, was noch ganz wichtig ist, es gibt eine Verlosung am Ende. Ja, dann zeig mal die Hand. So, herzlich willkommen zum Nail Talk. Endlich ist es soweit. Franzi hat Fragen vorbereitet. Das stimmt ja nicht so ganz. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Da. Ich gucke einfach mal durcheinander. Wir können beide. Ja. Jetzt kriege ich das Döschen nicht auf. Soll ich einfach schon mal, während du hier vorbereitest, mit der ersten Frage anfangen? Zum Beispiel. Was sind deine Hobbys außer Sport? Du bist echt schwach, ne? Es geht einfach nicht, ey. Du bist auch ein bisschen rot jetzt. Hast du denn Tipps für sowas? Fangen wir doch damit an. Hat sich deine Gesichtsfarbe ändert? Ist das so? Von normal zu Tomate und gleich nicht alles gefüllt. Nee, Tipps für sowas habe ich nicht. Hat jemand anderes vielleicht Tipps für sowas? Achso, das nehmen wir jetzt mit auf. Keine Ahnung. Rohrzange. Scheiß drauf, ich nehme was mit mir. Was sind deine Hobbys außer Sport? Lego. Wobei das in letzter Zeit sehr nachgelassen hat. Ja, ich gehe gerne ins Kino auf jeden Fall. Feiern ist nicht mehr so meins, das war früher mal. Ne? Stimmt. Ja, Nägel machen würde ich jetzt auch mal dazu zählen, also für euch Videos produzieren. Du darfst ruhig dabei malen. Ach so, ja, ich wollte ja nachher. Ja. Kannst aber ruhig ein Stück näher kommen. Was haben wir denn noch? Ja, Videos drehen generell, das macht mir eigentlich Spaß. Computerspiele spielen. Switch momentan sehr viel, wenn ich dazu komme. Ja, das war's eigentlich groß und Ganzen. Jetzt fragt Melissa Stieben, plant ihr auch Kiddies? Mit Herz in den Augen. Mit Herz in den Augen sogar. Mit Herz in den Augen. Ja, auf jeden Fall irgendwann mal, ne? Also momentan müssen wir uns erstmal auf andere Sachen fokussieren. Aber ich denke mal, in ein, zwei Jahren auf jeden Fall. Dann wird es auch einen kleinen Chris geben. Warum? Wo wird eigentlich Pflege leicht, ne? Du Wird hast eigentlich nochmal, um auf die Frage davor zurückzukommen, du hast ein Hobby vergessen, fällt mir dabei gerade ein. Was denn? Schlafen. Ach so. Ja, okay. Kann man das als Hobby zählen? Nein. Michaela Kaufmann, warum hast du eigentlich dein Studio aufgegeben? Dazu gibt es sogar ein Video zum Teil. Stimmt, das erste Q&A, da wird das schon mal erklärt, aber ich sage es gerne nochmal, ist kein Problem.
Studio aufgegeben? Ja, erstens haben mich meine Mitarbeiter verlassen. Sehr schnell, sehr viele. Einige haben sich selbstständig gemacht, andere haben einen anderen Berufsweg gewählt. Genau. Zweite Sache war, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Ganz einfach. Ich hatte ständig Rückenschmerzen. Mir ging es einfach nicht mehr gut beim Nägelmachen. Es war mir zu viel geworden. Und dann kam der Entschluss eigentlich auch relativ schnell, nachdem ich da fast alleine nur noch saß und Nägel gemacht habe und auch das Geld dann nicht mehr stimmte, dass ich das Ganze dann oder wir das Ganze dann an den Nagel hängen. Du viel mehr. Ja, aber du bist ja dann auch irgendwie mit drin gewesen. Ja, das haben wir dann, wann haben wir es aufgegeben? Ende 2000. Ende 15. 16 habe ich bei TMT angefangen. Ja, dann 15. Genau. 24. sogar, glaube ich, an Weihnachten. Nee, vielleicht 23. oder 23. 22. kurz vor Weihnachten. 23. Dezember 15, so. Genau. Ja. Da haben wir es aufgegeben. Genau. Ja. Letzten Sachen rausgeräumt. Das meiste war Schrott. Die Tische waren schon durch und alles Mögliche. Also die Kunden auf der Deponie. Ja. Oh, es geht weiter. Was machen wir denn drauf? Willst Farbe, ne? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich auch milchig, ne? Ach, echt? Vielleicht. Dann ich muss weiß ich, es nicht. Oder auf der Hand haben wir klar drauf. Deswegen, das müsste ich. Wir haben noch eine milchige Farbe. Ja, aber die ist trotzdem leicht durchsichtig. Ach so. Ja, dann nehme ich nicht milchig. Okay. So schnell geht das. Dann nehme ich wieder Naturpink. So, nächste Frage. Nächste Frage, geht alles momentan ein bisschen in dieselbe Richtung? Wie kamst du zum Nägelmachen? Seit wann bist du in dem Geschäft? Gerade als Mann, vielleicht auch ein bisschen, wie das war. Du warst der Erste in Dortmund, ne? Nee, nicht, der, nicht der Erste, aber der Jüngste damals. Ja. Das muss ja schon ewig her sein. Ja, das war vor ein paar, vor. Wann, dann fangen wir doch so an, wann hast du denn angefangen? Kann ich gar nicht so genau sagen. Also 10 Jahre hatte ich das Studio. 2015 aufgegeben. Ich sag mal so, seit 2005. Ja, kommt ungefähr hin. Davor Ausbildung? 2006, genau. Davor Ausbildung, mal Lackierer bin ich eigentlich gelernt. Ja, genau. Der Bau war nicht so deins? Nee, der Bau war nicht so meins. Nee. War alles ein bisschen, wie soll ich sagen, assi. Was? Das ist jetzt aber nett gesagt. Ja, hatte ich keinen Bock drauf, als Maler da auf dem Bau rumzurennen und mich mit den anderen Bekloppten da rumzuärgern. Deswegen habe ich relativ schnell den Entschluss gefasst, dass das nichts für mich ist. Genauso wie Elektriker. Elektriker habe ich ja auch angefangen. Das habe ich auch nicht zu Ende gemacht. Das war nicht meins. Aber Maler habe ich ausgelernt. Da habe ich noch ein paar Jahre drin gearbeitet in dem Beruf. Und dann bin ich durch Umwege ans Nagelstudio gekommen. Das war auch die Frage, ne? Mhm. Ja, genau, da bin ich auch dran gekommen durch einen Kollegen, der hat Nageldrucker verkauft. Den habe ich dann kennengelernt durch meine Ex-Freundin, die ist da ins Nagelstudio gegangen. Da habe ich ihn kennengelernt. Und er hat, wie gesagt, Nageldrucker verkauft. Da habe ich dann so ein bisschen den Support gemacht und so ein bisschen gejobbt für 450 Euro. Genau. Und ja, irgendwann haben sie mal gefragt, willst du nicht mal Nägel machen? Dann habe ich mich mal hingesetzt, der Chefin mal die Nägel gemacht. Mehr schlecht als recht, aber anscheinend habe ich das ganz gut gemacht. Und ja, ab dem nächsten Tag saß ich dann da und habe Vollzeit Nägel gemacht. Also erstmal ein Modell natürlich. 2 Monate lang ging quasi meine Ausbildung. Und ja, genau. Und dann habe ich das quasi Vollzeit gemacht. Irgendwann habe ich dann das Studio übernommen, weil die beiden sich dann in eine andere Stadt da ausbreiten wollten, weil sie auch daher kam. Unna. Die Weltstadt Unna. Die Weltstadt Unna, genau. Und die haben dann auch wieder ein Studio eröffnet, was auch sehr gut läuft. Genau. Und ich habe dann in Dortmund quasi die Zweigstelle gemacht. Aber eigenständig.
Aber eigenständig, ja. Komplett eigenständig. Ja, wir hatten noch einen Verkauf mit dem Studio, mit einer Kollegin. Genau, von den Produkten von Nels Depot, die hatten wir da im Angebot. Ja. Natascha Lara fragt, kannst du mal ein Video zum Marmor-Look drehen? Kann ich machen, ja. Das ist auch eine kurze Antwort. Also, ich kann aber auch mal ein bisschen ausführen. Ja, kommt auf jeden Fall. Steht auch schon auf meiner Medienliste. Ich habe da immer so eine kleine Liste, wo all eure Ideen und Vorschläge draufstehen. Und es ist auf jeden Fall in Planung. Genauso wie, die Frage kam auch letztens irgendwo, Aquarell. Genau, Aquarell, Muster auf dem Nagel. Da wird auf jeden Fall noch ein Nailart-Video zu kommen. Genauso wie Spider-Gel. Da kommt auch noch ein Video zu. Mal gucken, ob ich das alles in eins packe oder ja, alles einzeln mache. Mal sehen, was mir da so zu einfällt. Ja, ist auf jeden Fall in Planung. Tja, den nächsten Benutzernamen kann ich nicht aussprechen. Warum? SN Sheen oder so. SN Sheen. Welchen Beginner-Nagelfräser für Acrylgel empfiehlst du? JSDA JD400 auf Amazon? Den JD400 hatten wir in den letzten Videos als Nagelfräser-Video von CG. Ja. CG Masters. Achso. Hier steht hier JSDA. Nee, das ist die Fräse. Achso. Aber den JD400, den hatten wir da in dem Video drin. Und den kann ich auch durchaus empfehlen, ja. Also der lief sehr rund, der ist auch nicht so teuer. Der hat auf jeden Fall das geschafft, was er schaffen sollte. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr euch da noch ein paar vernünftige Bits zu anschafft, also das Ding ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auf die Langlebigkeit kann ich jetzt leider nichts sagen. Die habe ich jetzt nicht so lange benutzt. Aber ich denke mal, für den Anfänger, der jetzt nicht jeden Tag 10 Kunden macht oder so, ist das auf jeden Fall ein schönes Einsteigermodell und ja, funktioniert auf jeden Fall top. Kostet auch nicht so viel, 70 € oder so. Also so ein mittelpreisiges Ding. Du musst mehr dabei die Nägel machen, sind sonst gleich hier... Sind wir schon durch. Aber du erzählst halt immer da rein und machst nichts. Ja, dann gib mal hin. Ja, weil die müssen auch trocknen. Also, 2Dani27 fragt, hallo, 2Dani27. Arbeitest du Oldschool oder New Style und was hältst du von Online-Schulung? Erste Frage, eher Oldschool, weil ich das halt von der Pike auf gelernt habe, aber New Style kann ich auch gerne mal ein Video zu machen. Ja, ich werde hier gepiesackt, dass ich arbeite. Gepiesackt? Ich zucke lediglich mit dem Finger. Ja, aber wie gesagt, New Style kann ich auch gerne mal ein Video zu machen. Ist mir auch nicht fremd. Kein Problem. Was war die zweite nochmal? Achso, Online-Schulung. Von Online-Schulung, genau. Genau, Online-Schulung. Grundsätzlich für die Theorie eine gute Sache, um sich auch erstmal einen Überblick zu verschaffen. Den gerne einzeln. Jawohl. Um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, ist das auch keine schlechte Sache. Wer ein Händchen dafür hat, der kriegt es auch mit Online-Schulungen durchaus hin. Also dürfte kein Problem sein. Ich habe mir auch sehr vieles über Online-Schulungen beigebracht. Jetzt nicht im Nagelsektor, sondern eher softwaremäßig. Da habe ich sehr viel gelernt durch Online-Schulungen. Also ich komme sehr gut damit klar. Es gibt natürlich Leute, die brauchen eher den Kontakt mit Lehrern. Da würde ich es auf jeden Fall empfehlen, eine richtige Schulung zu machen. Die sind jetzt auch nicht so mega teuer. Es gibt natürlich auch die Kombination aus beidem. LCN hat das, glaube ich, angeboten, ne? Wie war das? Genau, die machen erst Online-Schulungen, wo man sich quasi das ganze theoretische Wissen aneignet. Genau. Und dann direkt hinten dran den praktischen Teil. Genau, einen Tag war das aber, glaube ich, sozusagen. Ne? Genau, ja. Quasi eine kleine Prüfung noch dran. Ihr habt dann jemanden, einen Ansprechpartner und so. Also das gibt's auch. Ansonsten würde ich Leuten, die komplett neu anfangen, auf jeden Fall keine Online-Schulung empfehlen, sondern eher richtig zum Profi gehen und sich das da zeigen lassen.
Auch nicht unbedingt so eine Eintagesschulung oder so. Das kann man gerne mal als Perfektionsseminar machen, so eine Eintagesschulung oder Zweitagesschulung. Aber Nägel machen ist halt nicht nur in 2 Tagen erlernt. Wenn ihr wirklich absolut keine Erfahrung daran habt, da müsst ihr auf jeden Fall ein paar Tage länger dran halten oder mal ein Praktikum in einem Nagelstudio machen, vielleicht nach so einer Schulung. Da müsst ihr auf jeden Fall sehr viel üben, damit ihr das auch wirklich perfekt drauf habt. Ich stelle mir das auch total schwierig vor. Ich meine, das ist ja nochmal eine praktische Tätigkeit. Das ist ja nichts, wo du am Rechner gleichzeitig irgendwie ausprobieren kannst, ob es Ja, funktioniert oder genau. nicht. Ja. Du musst halt, Ja, also entweder hast du das Händchen schwierig, dafür, ja. dir richtig zum Beispiel beim Feilen, ne? Also man muss ja sich schon richtig angucken, wie hält der Lehrer die Feile oder der in der Online-Schulung das gerade macht, wie hält der die Feile? Sowas zum Beispiel, so Kleinigkeiten, ne? Das muss man sich vernünftig angucken und auch nachmachen. Ja, das kann halt nicht jeder, ne? Und da ist es meistens immer das Beste, jemanden vor sich sitzen zu haben oder neben sich sitzen zu haben, der da ein Auge drauf hat. Wovon ihr auch Abstand nehmen müsst, sind auf jeden Fall diese Schulungen, wo 20 Leute in einem Raum sitzen. Das kann nicht funktionieren. Da müsst ihr auf jeden Fall kleinere Gruppen wählen, sonst bringt das euch nichts, absolut nicht. Wenn man nochmal ganz rein jetzt. Gerne. Hast du mir schon die Farben? Weiß ich schon, was ich für eine Farbe nehme? Achso, nee, weiß ich nicht. Was hättest du denn gern? Was Herbstliches Was gerne. Herbstliches? Also ich muss sagen, Petrol fand ich echt genial, War das aber da? das war Petrol, ja. Haben wir mehrere Petrolfarben oder gibt es nur die? Weil dann hatte ich die, glaube ich. Ich fand die schön. Aber vielleicht, also. Was mit der? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es Das nicht. war von Semilab. Smoky Beige, das ist vielleicht. Das hast du noch nicht drauf. Das ist aus der. Wie ist die? Business Line. Business Line, ja. Was heißt das? Also was kannst du die mal aufmachen, bitte? Dass du total Business bist, wenn du das Ja, drauf hast. selbstverständlich, nichts anderes. Ah, das ist mehr Sockelputz, ne? Das ist Sockelputz, ja. Ich. Nee. Das ist Business, aber Business ist Sockelputz. Business ist Sockelputz. Ja. Dann Dann haben bin wir ich. noch das hier. Den Mitternachtsblau, den hatte ich auch drauf. Ist es Genau, das ist auch Mitternachtsblau? drauf, Genau, ja. das heißt Mitternachtsblau. Ja, kommt in die engere Auswahl. Also den nicht, den ja. Was haben wir so? Braun nicht, weil braun hatte ich gerade erst. Ja, Neon-Orange. Nein, das ist Sommer. Ansonsten schwarz. Nee, obwohl schwarz und dann vielleicht matt. Fand ich auch gut, ja. Fand ich nicht verkehrt. Ach ja, doch. Ja, der war so hell. Ja, stimmt. Ich war irritiert von dem Stäbchen oben. Von dem Stäbchen. Ja, sollen wir Nee, der erstmal. wird's nicht. Ah, Okay. warte, ich entscheide mich zwischen den beiden. Und zwar Purple Blood. Und wenn es das nicht ist, dann nehme ich Night Blue. Okay. So. Okay. Dann haben wir die schwierigste Frage schon mal geklärt. Immer nicht so einfach. Am Anfang hatten wir gar keine Farben und jetzt haben wir quasi alles. Also, nächste Frage. Himmelsnägel, was sollte man da beachten? Sie war sich jetzt nicht sicher, ob man es auch wirklich Himmelsnägel nennt. Ja, Himmelsnägel kann man sie nennen, also so Sprungschanzennägel. Gehe ich jetzt mal von aus, dass du das meinst. Von wem ist das? Michaela Kaufmann. Hallo, Michaela. Ja, was man da beachten sollte, wenn ihr die machen wollt, verlängern wollt, egal wie, auf jeden Fall Ratze, Putze, kurz machen, bevor ihr da überhaupt dran geht. Ratze, Putze, kurz machen, genau, und dann könnt ihr das entweder mit einer Schablone verlängern. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Video zur abgekauten Nagel. So ähnlich könnt ihr da auch vorgehen, wenn ihr den Nagel kurz genug bekommt. Ansonsten würde ich euch da immer einen Tipp empfehlen, den drauf machen und ja, dann ganz normal den Nagel verlängern. Himmelfahrtsnägel wachsen halt immer so, die kriegt ihr nie wieder irgendwie so hin, dass die gerade wachsen oder irgendwie sowas. Da müsst ihr auf jeden Fall immer wieder den Nagel abmachen komplett und einen Tipp draufkleben, damit das vernünftig aussieht. Ja, an Gelen würde ich euch, glaube ich, ein Fiberglasgel empfehlen, damit das ein bisschen flexibler ist und sich auch schön
schön mit dem Nagel so ein bisschen mitbewegen kann, sonst kann da schnell mal ein Lifting reinkommen. Ja. Genau. Falls ich mal einen Himmelfahrtsnagel irgendwo finde oder so, dann zeige ich euch das nochmal. Okay, okay. Nächste Frage. Genau. Marmor-Look hatten wir schon. Was planst du zukünftig bei Unicorn? Ja, was planen wir für Unicorn? Ja, einiges. Soll natürlich nicht nur bei YouTube-Videos bleiben. Wir sind momentan ganz stark am Planen für Schulungen. Haben mich sehr viele von euch gefragt, bietest du Schulungen an? Ja, demnächst wahrscheinlich. Ja, ich hätte abklären sollen. Demnächst wahrscheinlich schon. Ab 2019 wird es dann wahrscheinlich Schulungen geben. Einzelschulungen wahrscheinlich. Das heißt, ich komme zu euch nach Hause, bringe noch ein paar Sachen mit und zeige euch das dann da. Quasi Perfektionsschulung würde ich es jetzt mal nennen. Also ihr solltet schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen. Das wird jetzt keine Grundlagenaufbau, keine Grundlagenaufbauschulung, sondern eher ja, so ein kleines Perfektionstraining. Ihr sagt mir, wo ihr eure Probleme habt, wo ihr noch Bedarf habt, was ihr lernen wollt. Und dann passe ich die Schulung quasi an euch an. So, das ist der Plan erstmal. Dann wird es auch noch einen Online-Shop geben wahrscheinlich. Der ist aber noch nicht so stark in Planung. Ne? Also, ja, immer mal wieder. Ne? Immer mal wieder. Also Ideen haben wir da schon. So ist es nicht. Genau. Aber man muss halt auch einfach schauen, wie man das umsetzt. Oder genau, und was da reinkommt überhaupt, ne? Und so, genau. Was für Produkte und so ein Zeugs halt. Ja, also ist viel geplant für Unicorn in Zukunft. Lasst euch einfach mal überraschen. Wann machst du wieder Nageldesign-Videos? Von Laila da Silva? Laila da Silva? Laila da Silva 19. Ist sie 19? Oder Layla? Wie spricht man wahrscheinlich Layla aus? Wahrscheinlich, ja. Ja, würde ich auch mal wieder gerne machen. Aber ich habe noch so viele Sachen, die ich abarbeiten muss. Viele Firmen haben mir halt Zeugs geschickt und so. Und das muss ich halt alles noch verwerten quasi. Aber wird es auf jeden Fall bald wieder geben. Zu Weihnachten schaffe ich jetzt kein Weihnachtsmotiv großartig mehr. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Wir haben dieses Jahr noch einen Drehtag. Wir haben auch zwei Weihnachtsmotive schon. Also wir haben Schneemann und den niedlichen Rudolf. Und den niedlichen Rudolf, der muss auf jeden Fall nochmal angeklickt werden. Der ist so süß. Der ist auch niedlich, ja. Aber vielleicht ist das ein bisschen zu schwer oder too much. Vielleicht lieber so in Richtung Farben gehen oder so leichte Motive halt. Ne? Hatte ich nicht auch mal irgendwas Weihnachtliches mal auf einem Nagel drauf? Ein Tannenbaum? Nee, Airbrush? Da hattest du dein Studio auch noch. Dann hattest du eine Schneeflocke drauf. Airbrush. Nee. Sicher? Glaube nicht. Ich hätte gedacht, ein Tannenbaum oder so. Tannenbaum kann auch sein. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es bald wieder, also ich hoffe, es gibt bald wieder Nailart-Videos, also nicht Nailart-Videos, sondern Muster-Videos. Habe ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch besondere Wünsche, was man schon mal zeigen kann. Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was euch besonders gut gefällt und ihr wisst jetzt nicht so genau wie oder sowas. Ja, das ist eine gute Idee. Könnte man ja vielleicht auch in die Kommentare ein Bild oder irgendwie sowas. Oder bei Facebook irgendwie ein Bild schicken oder so. In die Kommentare kann man kein Bild packen. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Nee, das geht nicht. Also so viel ich weiß, geht das nicht. Aber gerne mal bei Facebook oder so irgendwelche Bilder schicken, wenn ihr sagt, hier, oh, das gefällt mir. Das würde ich gerne mal selber nachbasteln. Zeig mal, wie das geht. Ja, gerne her damit. Warst du nicht auch mal bei Shopping Queen? Oh ja. Stimmt, da wollte ich eigentlich auch noch ein Video zu machen. Sollen wir das direkt mal mit abhaken? Ja. Also so indirekt warst du. Also. Ja, also ja. Sagen wir es so, der Guido war schon ein bisschen in Love. War das so? Ha? Schon ein bisschen. Ich glaube, der wollte mit mir, was hat er gesagt? Trekkingmäßig durch die Anden. Durch die Anden, ja, genau. Ja. Ja. Das war auch witzig, ja.
Ja, Shopping Queen war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Mein bester Freund damals, der hat da mitgemacht, beziehungsweise seine Frau hat da mitgemacht und er wurde mitgeschleift als Shopping-Begleitung. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da so alles erzählen darf, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel, nicht, dass es Ärger gibt. Ja, die sind morgens um 8 los und es war sehr, sehr dunkel, als sie bei uns im Laden angekommen sind. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das wahrscheinlich keine 4 Stunden waren oder drei. Wie lange sind die Vier da? Stunden haben die. 4 Stunden. 4 Stunden Zeit, 500 €. Genau. Ja, kann man ja auch verstehen, ne? Die müssen Schnittbilder zwischendurch drehen und so. Das wird natürlich nicht mit in die Zeit mit reingerechnet. Ja, die sind dann abends bei uns aufgeschlagen. Ich habe mir den ganzen Tag quasi freigehalten für diese Aktion. Genauso wie meine Friseurin im Laden. Die hat sich auch freigehalten den ganzen Tag. Und ja, da haben wir den ganzen Tag da auf die gewartet und schon mal so ein, zwei Säckchen getrunken. Flaschen Sekt platt gemacht vor Aufregung. Ja, und dann kam sie dann irgendwann reingestürmt. Wenn ich die, ich glaube, bei RTL Now kann man sich die noch angucken. Was war denn das Thema? Ich weiß, die hatten, war es nicht Winter, relativ warm, aber die Schick im Strick sollten. oder so. Ja, genau, richtig, Schick im Strick. Strick. Und Linda war die Shopping-Tante. Also wenn ihr sie im Internet mal findet. War die nicht auch am letzten Tag? Am Am letzten Freitag Tag, genau. dran, glaube Freitag war ich? das, ja. Ja, also falls ich mal bei RTL Now irgendwie das finde oder bei YouTube oder so, dann verlinke ich euch das mal hier unten in der Infobox. Könnt ihr ja mal reingucken. War auf jeden Fall sehr witzig, die Aktion. Ja, wir wurden auch vom Video eigentlich auch ganz gut bewertet, ne? Also. Ja, ihr wart echt gut. Und Ebro hat noch geschminkt, ne, und Genau. Haare gemacht. Genau. Die Friseurin, also meine Friseurin damals, die bei mir im Laden gearbeitet hat, die hat das auch noch gemacht. Linda hatte, glaube ich, eine Mütze auf, ne? Genau, eine Mütze und dann Verlocken rausgedreht. Ja. Und er war verwundert, dass du Nägel machst. Ja, er wollte mit mir durch die Anden spazieren, lieber. Komm, da hast du ja auch schick gemacht für den Tag. Habe ich das? Ja. Ja, da war ich auf jeden Fall jünger. Man Ja, wer hätte das gedacht? sieht das schon krass. Also, ja, jetzt mit 36. Und dann, als es ausgestrahlt wurde, im Februar, habt ihr euch das noch angeguckt mit Snacks und Genau, das hat dann ungefähr, Eierhol zu Hause. na, ich glaube, ein halbes Jahr gedauert, bis das Ja, dann so fast. kam, ne? Bis sie das fertig geschnitten haben und alles. Also Oktober oder so war das, glaube ich, ne? September, Oktober. Genau, und dann haben wir da bei mir zu Hause quasi so ein alle eher Feierabend gemacht und uns das angeguckt und das war schon ganz witzig, muss ich sagen, ja. Weil ja niemand vorher gesehen hat, was quasi daraus wird, ne? Ja, klar. Also es wurde gedreht, aber was wirklich irgendwie mit reingenommen wurde und wie es geschnitten wurde, Genau, also hat man wirklich halt vorher schneiden kann nicht. man schon sehr viel verändern, was im Endeffekt nicht stimmt. Ich glaube, sie musste auch so ein paar Sachen erzählen, was dann eigentlich Ja, nicht so Ante mit dem ganz, Antrag oder so, ja, ne? irgendwas war da auf jeden Fall, was da, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen, haben sie ein bisschen geschauspielert. Farbe drauf malen, ne? Ja, aber mal erst probieren, wie die aussieht. Ich habe Bedenken, dass sie mir zu krachig ist. Zu krachisch. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das Shopping Queen Ding mehr Kunden in den Laden bringt, aber es war eigentlich nicht so. Ich glaube, wir haben 4 Kunden dazu gewonnen durch diese Aktion. Hätte ich mir jetzt echt mehr von versprochen, eigentlich. Aber es waren 4 junge Mädels, die dann immer vorbeikamen. Genau. Die waren dann aber eigentlich immer da. Du hattest sowieso mehr Stammkunden, ne? Ja, genau. Also. Also ich hatte nur Stammkunden quasi. Das war lag. Ja, woran denn? Ja, an dir. Meinst du? So da. So niedlich aussahst und so. Als sie noch jung war. Ja, komm, also kann man ja nicht sagen, dass du scheiße aussiehst. Ganz im Gegenteil. Ja, Also, das sagst du. Du bist ja auch meine Freundin. Also du musst nee, das aber ich ja. glaube, es wollten auch viele bei dir einen Termin haben, nur du warst halt schon immer ausgebucht. Ich glaube, sonst hättest du noch viel mehr Termine gehabt. Ja, das stimmt schon. Siehst du? Also ich habe zum Schluss nur noch Stammkunden gehabt quasi, wo ich mich darauf einstellen konnte, was auf mich zukommt.
Wenn es dir aussuchen kannst, wärst du da auch doof, wenn du es nicht so gemacht hättest. Ja, definitiv. Also, halt dich rar und du bist der Star, ne? Oder wie? Was? Ja, irgendwie so. Hast du einen Lieblings-Superhelden? Lieblings-Superhelden? Ja, keine Ahnung. Ändert sich immer mal wieder, ne? Also Hulk fand ich mal ganz geil. Den mag ich noch. Captain America finde ich cool. Okay. Wer hätte es gedacht, ne? Bei dem Schild. Ja. Muss ich sagen. Iron Man fand ich früher immer am besten. Ich glaube, den schmalzigen Superman findest du auch gut, ne? Den schmalzigen Superman finde ich auch gut, ja. Wobei die Filme eigentlich, ja, die Filme, ja, die sind okay. Ja, viele sagen, die Filme sind scheiße, aber eigentlich sind die ganz okay. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. Ansonsten, wen gibt es denn noch? Deadpool. Wer mag Deadpool eigentlich nicht? Wobei ich das eigentlich gar nicht verstehe. Weiß ich nicht. Hast du eine Lieblingsserie? Nö. Family Guy gucke ich ganz gerne. Aber ist jetzt nicht die Lieblingsserie. Wir gucken eigentlich wenig Serien, bis fast gar nicht. The Good Doctor ist jetzt neu, ne? The Good Doctor gucken wir momentan ein bisschen, ja. Aber Höhle der Löwen ist keine Serie, ne? Nee. Ansonsten haben wir nichts. Big Bang kommt ja nicht mehr so oft, das ist ja mehr Wiederholung als alles andere. Richtig. Ich weiß nicht, was du sonst für Serien guckst. Keine. Auch mehr so Berieselungs-TV abends, ne? Ja. Damit was im Hintergrund läuft. Ich stehe auch nicht so auf Serien. Ich hab's gerne, wenn es ein Ende hat. Also ich gucke lieber Filme anstatt irgendwie eine Serie. Ich mag das irgendwie nicht, wenn du dann, jetzt hier wieder so ein komisches Ende und dann musst du wieder von vorne irgendwie eine Serie gucken oder eine Folge gucken. Und dann immer wieder dasselbe. Ich hab's gerne, wenn irgendwie sowas ein Ende hat. Aber die ganzen Marvel-Filme haben ja auch nicht wirklich mittlerweile ein Ende mehr. Ja, gut, aber das ist ja ein geschlossenes Ende in sich und dann gibt's ja noch einen kleinen Vorgeschmack fürs nächste immer. Also das ist ja was anderes eigentlich. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben, ein Abonnement da lassen, auch sehr gerne. Ja, Stern teilen, liken, das Übliche, ihr kennt es ja. Und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zum Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr die Linibox gewinnen. Darin befinden sich verschiedene Gele, Sticker, Wraps, ein kleiner Pinsel, alles Mögliche, was ihr braucht, um ein schönes Motiv auf dem Nagel zu zaubern. Das Ganze wird zur Verfügung gestellt, wie gesagt, von Linny Nails. Gerne mal auf der Internetseite vorbeischauen, wirklich schöne Produkte. Ja, aber was müsst ihr tun, um das Teil zu gewinnen? Einfach Abonnent von meinem Kanal sein, das sind die meisten wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann unten auf jeden Fall auf Abonnieren klicken. Zudem den Hashtag, wer kennt ihn nicht, Gelnägel unten in die Kommentare reinschrauben. Und dann macht ihr auch schon beim Gewinnspiel mit. Der Gewinner wird nächsten Montag gezogen, ich schätze um 20 Uhr. Genauere Infos unten in der Infobox unter diesem Video auf jeden Fall mal reinschauen, genau informieren, am besten den Hashtag rauskopieren und dann in die Kommentare einfach reinhauen und schon macht ihr beim Gewinnspiel mit. Ja, viel Glück bei diesem Gewinnspiel. Ich finde das Teil echt geil, ich würde es am liebsten selber behalten, aber ich schenke es lieber einem von euch. Also, bis zum nächsten Mal, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Euer Chris.